Liebe Leute, ich würde heute gerne mal ein etwas anders gelagertes Video machen, denn es ist ungefähr, ich würde sagen, vielleicht knapp einen Monat, ein paar Wochen her, dass man natürlich überlegt, gerade in so einer Zeit, wo nicht viele neue Filme rauskommen, was kann man denn eigentlich noch so machen, was für Ideen kommen einem denn? Und klar, es gibt ja immer diese Videos, die 5 größten, die 10 besten, die 15 unglaublichsten. Und klar, so Videos habe ich auch immer gemacht und dann fiel mir auf, es ist manchmal so simpel, beziehungsweise für mich immer auch so wichtig gewesen, wenn andere Leute, und ich komme natürlich viel mit Menschen über Filme ins Gespräch und sie ihre Geschichten erzählen, warum bestimmte Filme bestimmte Punkte in ihrem Leben markiert haben oder für das Leben eine höhere Bedeutung gewonnen haben im Nachklang und warum eben dann manchmal Filme, wo man überhaupt nicht damit rechnet, dass sie etwas Besonderes darstellen könnten, weil sie so 0815 daherkommen oder auch ganz klassische große Filme für andere Menschen manchmal noch einen anderen Blickwinkel bekommen. Und deswegen dachte ich mir, warum erzähle denn nicht ich mal ein wenig in diese Richtung und dachte, ich mache heute ein Video mit dem Titel 8 Filme, die ich nie vergessen werde. Weil sie mein Leben prägten. Und zum einen ist das sowohl eine Reihe, die kann man sicherlich auch mit anderen Gefühlslagen, anderen Momenten oder in eine andere Richtung fortsetzen. Aber gleichzeitig, wie ich gerade schon erwähnt habe, finde ich es natürlich unglaublich spannend, auch eure Geschichten zu hören. Und wenn ihr euch jetzt noch nichts darunter vorstellen könnt, werdet ihr sicherlich am Ende des Videos begreifen, wie ich das so meine, aus meiner Sicht, aus meinem Leben. Und natürlich würde ich mich dann freuen, vielleicht auch mal ein Video zu machen in Richtung 5 oder 8 oder 10 Filme, die ihr nie vergessen werdet, weil, wenn sich in den Kommentaren die ein oder andere wirklich interessante Geschichte wiederfindet. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass nicht wenige Menschen da draußen bestimmte Filme mit ganz bestimmten Dingen, ersten Kennenlernen, ersten großen Erfahrungen, Entdeckungen für bestimmte Genre, Verständnis für bestimmte Thematiken verknüpfen und deswegen da immer auch einen besonderen Platz im Herzen reserviert haben. 8 Filme habe ich herausgepickt aus meinem Leben, die zu einem großen Teil, wie sicherlich bei vielen anderen, auch in der Jugend stattfinden, aber nicht nur ausschließlich. Und die sind von großen Klassikern bis hin zu, wo man denkt, hä? Wo ist denn da jetzt der Zusammenhang durchmischt? Und ich glaube, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, deswegen machen wir es ganz entspannt. Aber ich mag es heute mal ein wenig persönlicher. Fangen wir an mit dem ersten Film, den ich nie vergessen werde, weil er mein Leben prägte, weil er dazu führte, dass ich das erste Mal im Kino war. Und das war ein Schweinchen namens Babe. Ich muss ungefähr, wenn ich gucke, wenn der Film rausgekommen ist, in der 3. Klasse gewesen sein. Ich weiß, ich war das erste Mal im Kino mit einer Schulklasse, nicht vorher mit der Familie. Bei uns vergelten die so das große Thema und auch ins Kino gehen die so das große Thema. Aber es war ein Schulausflug. Und das ging damals in das Kino Intimes. Das ist in Berlin ein ganz, ganz kleines Kino, in dem ich bis, oder an, in der Nähe, nicht in dem, aber ganz nah dran, habe ich bis vor kurzem, bevor wir in unser Haus gezogen sind, noch gewohnt und bin jedes Mal dann auch nahezu täglich daran erinnert worden, dass ich da das erste Mal im Kino war. Und in diesem Kino ist auch besonders, es wurde 1909 gegründet. Es ist nur leider im vergangenen Jahr, glaube ich, entweder pleite gegangen oder gerade als ich weggezogen bin, waren da so Renovierungsarbeiten. Aber ein ganz tolles, feines Kino, auch mit einem Café dran. Wer mal in der Ecke in Friedrichshain sein sollte, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Als ich das erste Mal mit der 3. Klasse im Kino war, war es so diese Faszination von allem, also zum einen mit der ganzen Klasse zu lachen über was wir gemeinsam gesehen haben, war als Kind unglaublich toll. Und dann diese Magie, dass Tiere sprechen können. Dass Film sowas bedeuten kann, wie was man sich vielleicht manchmal im Kopf so ausmalt, kann wirklich irgendwie passieren in einer Welt da draußen. Und das fand ich eine unglaublich schöne Geschichte. Natürlich ging es in dem Film auch um Zugehörigkeiten. Ich habe ein Schweinchen namens Babe ehrlicherweise danach auch nie wieder gesehen. Aber es war das erste Mal für mich Lichtspielhaus und Leinwand und diese Faszination in der Gruppe, ein gemeinsames Abenteuer zu erleben. Und da hat, glaube ich, Faszination Film und Kino so wirklich doll für mich angefangen, weil das bei uns zu Hause nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber ab da ist irgendwas in mir passiert. Und deswegen ist ein Schweinchen namens Babe mein erster Film, den ich hier gerne nehmen würde, bei 8 Filmen, die ich nie vergessen werde, weil sie mein Leben prägten. Der zweite Film ist Der weiße Hai. Da kann man sich fragen, okay, Der weiße Hai, großer Klassiker von Steven Spielberg, weltbekanntes musikalisches Thema, auch eine riesengroße Entstehungsgeschichte, aber das alles ist es nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin in der Berliner Platte aufgewachsen. Alleinerziehende Mutter von 3 Jungen, ergo, ich habe 2 Brüder, 2 Halbbrüder, anderer Papa, 7 und 9 Jahre älter. Und wenn man zu dritt ist und so ein bisschen das Nesthäkchen, wird man auf der einen Seite immer so ein bisschen umsorgt, aber wenn die Mama mal nicht da ist, dann machen die Brüder auch gerne mal eine Menge Müll mit einem. Vor allem, wenn sie 7 und 9 Jahre älter sind. Besonders der Mittlere. Und ich fand immer so am Campen, klar war der immer körperlich überlegen, aber er hat auch irgendwie nichts ausgelassen, um auch mal sich so ein bisschen seinen Spaß zu gönnen.
Und das war auch im Falle von Der weiße Hai definitiv der Fall. Ich habe deswegen viele Sachen aufgrund dieser Konstellation mit den Brüdern im Leben viel früher erlebt, als man es wahrscheinlich eigentlich sollte. Ich will nicht darüber nachdenken, wann ich das erste Mal an einem Whiskyglas genippt habe oder das erste Mal ein Playboy vorgelegt bekommen habe. Das ist, wenn die Brüder so viel älter sind und man manchmal allein zu Hause ist, dann gibt es merkwürdige Kombinationen. Und ich gucke also Der weiße Hai das erste Mal ganz gespannt und ich würde sagen, ich bin 9 oder 10 Jahre alt. Viel zu früh. Ich weiß, ich habe über die Konstellation jetzt gerade schon gesprochen. Ich natürlich unter meiner Decke verkrochen. Und irgendwann kommt dieser Moment, da schießt dieser Hai das erste Mal aus dem Wasser mit diesem riesigen Maul. Das löste sofort eine Faszination aus für diese ganzen Zahnreihen und auch für dieser Horror, der sich abbildet. Aber was ist parallel passiert? Mein Bruder, mein Mittlerer, immer Namen weglassen, der hatte sich die Zeit genommen, 10 Minuten lang an mich ranzukrauchen. Ich sitze auf dem Bett, Fernseher gebannt. Ich gucke nirgendwo anders hin. Fernseher, Bett, ich. Krautscht langsam an mich ran. Und in dem Moment, er kennt den Film, wo der Hai rauskommt, springt er hoch, schreit laut. Ich habe geschrien, ich habe geheult, das volle Programm. Aber da war für mich Horror geboren. Und gerade bei Horrorfilmen werde ich immer wieder daran denken, dass ich dachte, diese Faszination für diese Wesen auf der einen Seite. Und klar, es ist nicht richtig, dass Haie damit verbunden wären, dass man Angst vor ihnen hat. Bis heute bin ich jemand, der mit Haien völlig d'accord ist, ins Wasser zu gehen und eine Riesenfaszination für Meereslebewesen entwickelt hat. Und ich wollte als Jugendlicher ganz, ganz lange Meeresbiologe werden. Aber vom Horroraspekt, mein Bruder, wie er da hochspringt und dieser Hai das erste Mal, ich viel zu jung. Das hat er mit Freddy Krueger später übrigens nochmal gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Richtig schön. Deswegen ist für mich Der weiße Hai eine gruselig wichtige Erfahrung, die mein Leben prägte in Bezug auf die Liebe zum Horrorgenre, aber auch diese Angst, die mit Horror einhergeht. Der dritte Film ist bei mir Jurassic Park. Habe ich auch zu früh gesehen, der kam 93 in Deutschland raus. Ich habe den bei meinem Papa und damals seiner Frau oder Freundin gesehen und ich war ungefähr 11 Jahre alt. Hatte aber immer schon so eine Faszination für Dinosaurier. Das fing alles an mit Littlefoot und in einem Land vor unserer Zeit. Dann haben mir meine Eltern erzählt, wer jetzt nicht Berliner ist, kennt sie vielleicht nicht, wobei aus vielen Musikvideos gibt es die Oberbaumbrücke, die überspannt die Spree zwischen Friesheim und Kreuzberg. Da sind so Türme drin. Die haben mir als Kind haben mir meine Eltern erzählt, da würden Dinosaurier drin wohnen und nachts in der Spree baden gehen. Ich habe das geglaubt. Ich fand das so toll, wenn wir langsam dachte, da sind Dinosaurier in dem Turm. Hab das im Kindergarten erzählt, wurde von allen ausgelacht. Aber es ist natürlich ein eigenes Trauma. Und dann kommt Jurassic Park raus. Das erste Mal habe ich auch wahnsinnig geheult und den Film niemals am Stück gesehen, weil der T-Rex den Typen da vom Klo den Kopf wegschnappert und du denkst so, okay, alles klar. Aber was Jurassic Park geschafft hat, ist eine ganz große Liebe für Filmmusik. Dieses Thema ist bis heute, mein Lieblingsthema. Aber diese absolute Faszination zu akzeptieren, dass es manchmal Situationen gibt, da kannst du nicht viel machen, da kannst du nicht viel bestimmen. Und zugleich diese Angst vor dem T-Rex, aber diese Liebe und Hingabe mit dem Triceratops war für mich immer so, dass ich dachte, wenn es so einen Park gäbe, ich würde sofort dahin gehen. Und bis heute ist es so, meine Frau würde manchmal den Kopf schütteln, dass meine Faszination in leicht gefährlichen Momenten und meine Ruhe durchaus die Panik manch anderer überwiegt. Und ich habe das Gefühl, mit Jurassic Park ist dieses Gefühl in mir geboren. Und ich hatte trotzdem damals wahnsinnig Angst, dass T-Rex wirklich existieren. Ich weiß noch, ein Silvester hat so doll geballert und geböllert, dass man mir als Kind, ich dachte, da würde ein T-Rex die Straße lang laufen. Völlig skurril, wie sich manchmal Dinge und Erfahrungen und Filme vermischen. Vielleicht werden diese Filme nicht umsonst ein FSK haben, aber ich sie zu früh gesehen habe und Jurassic Park ich niemals vergessen werde, weil es dieses Abtauchen, dieses realistische Abtauchen in eine Welt der Dinosaurier war, wo ich als Kind dachte, oh, könnte das wirklich passieren, dass man sowas zusammenzüchtet und gibt so einen Park vielleicht wirklich irgendwo geheimnisvoll, das technisch einfach wirklich brillant gelöst war. Und diese große Faszination für diese Creature-Feature war für mich dadurch filmisch geboren. Jetzt hatten wir 2 Sachen, die quasi für Genre lebten, eine, die fürs Kino lebte. Jetzt kommen so, sag ich mal, sicherlich noch Sachen, die auch das Leben prägen. Weil es findet sich auch wieder natürlich Der König der Löwen. Ihr wisst, mein Lieblingsfilm. Wir reden von der 94er-Variante. Alles andere wäre Schwachsinn. Der König der Löwen habe ich nicht im Kino gesehen, sonst hätte ich den wahrscheinlich noch vorhin Schweinchen namens Babe gesehen. Der ist einfach für mich die großen Themen des Lebens gewesen: Verlust, wenn Mufasa stirbt. Das Verdrängen der eigenen Verantwortung, der Schuld, die eigentlich auf Simba gar nicht wirklich lastet, Freundschaft, Timon und Pumba, Verantwortung, wieder zurückzukehren. Und bis heute, das hatte ich letztens in einem Twitch-Stream
hat mich immer gefragt, welche meine Lieblingsfigur als König der Löwen ist, wird immer irgendwie Rafiki bleiben, der wie so ein weiser Affe über allem steht und das Leben so ein bisschen widerspiegelt. Und das Schauen von Simba in einen Teich, das Erscheinen des Vaters am Horizont, ist für mich immer die größte Geschichte zwischen Vater und Sohn oder Elternteil und Kind gewesen. Natürlich auch ganz, ganz tolle Filmmusik. Aber die großen Themen, besonders das Thema Liebe, als Nala und Simba, als Nala das erste Mal Simba übers Gesicht leckt und dieser Blick danach, dem sie sich wieder treffen, ist für bis heute für mich beim Thema Liebe. Es hat sich als Kind so eingebrannt in meinen Kopf. Ein ganz, ganz großes Bild von Liebe, Hingabe, Fürsorge, Zärtlichkeit, Zugehörigkeit, letztendlich auch Wertevorstellung und deswegen ist das so lange mein Lieblingsfilm gewesen und wird es auch bleiben. Es kommt nur einfach so viel dazu, dass ich langsam merke in meinen 30ern, dass das nicht abgelöst wird, aber für das wahrscheinlich wichtigste Kapitel in meinem Leben, in dem vieles sich prägt, dass der große Film ist und ich immer nicht dagegen ankomme, dass es auch andere große Filme gibt und sie auch ihren Platz brauchen und haben können. Dann hätte ich einen Film für euch, da kann ich mir vorstellen, dass entweder Leute sagen, muss man gesehen haben, gehört mit absolut zum Standardrepertoire und andere haben vielleicht von dem Film noch nie gehört, weil er definitiv ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar, es war einmal in Amerika. Den habe ich, glaube ich, ungefähr mit 14 das erste Mal gesehen. Und das war ein Film, den hat mein Papa mir immer vorgeschlagen. Und das war so eine Zeit, da habe ich schon, weil mein Vater lange in Gastronomie tätig war und unter anderem ein Restaurant hatte, in dem eine Videothek angeknüpft war. Und ich, wenn ich Zeit bei ihm verbracht habe, automatisch in dieser Videothek sehr, sehr viele Filme gesehen habe. Und ein Film war dabei, den hat er immer geliebt und hat er immer so als einen großen seiner Jugend hervorgehoben. Und zwar, wie gesagt, eben, das war einmal in Amerika. Es ist die Geschichte einer Gruppe von Jungs, die in New York aufwächst und wird über viele Jahrzehnte erzählt mit einer mafiösen Struktur. Und da hat das erste Mal für mich oder diese große Liebe zum Mafia-Genre, was, glaube ich, wenn ich bis heute runterbreche, was mein Lieblingsgenre ist, sind das Mafia-Filme, am stärksten widerspiegelt. Ich hatte vorher mal irgendwann kurz Casino gesehen, war für mich aber in dem Alter auch wieder viel zu brutal mit dem Hammer und der Hand, die da eingeschlagen wird und allem, was dazugehört, war das zu krass. Aber was ich war einmal in Amerika geschafft hat, ist für mich die Dimension von Filmen zu zeigen. Ein Film, der mehrere Generationen geschichtlich, also über Jahrzehnte hinweg, über diese Gruppe erzählt. Dieses wahnsinnige Set von New York, dieser Stadt, die man eben als diese nicht schlafende Stadt immer kennt, aber in ihren Anfängen gefühlt oder als alles noch sehr, 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 sehr viel kleiner ist. Und dann diese Jungs rund um Noodles und Co. Zu erzählen und auch in dem einfache Jungs aus einfachem Verhältnis mit ihren Gaunereien anfangen und eine Freundschaft bei all dem, was sie im Leben falsch machen, irgendwie eine Verbindung ist und Verrat so ein großes Thema spielt, hat für mich immer so diesen Ehrenkodex und diese Regeln herausgehoben. Klar sollten später, weiß ich nicht, Filme wie Der Pate oder Scarface oder Goodfellas und so weiter folgen und auch als Irishman zuletzt ich noch im Kino gucken konnte, bevor er auf Netflix rauskam vor 1,5 Jahren, war das eine unglaublich tolle Erfahrung in so eine Zeit zurück, was sich einfach so richtig oldschoolig anfühlte. Und deswegen bin ich auch bis heute für Serien dankbar, wie Sopranos, wie Boardwalk Empire und freue mich da drauf, Tom Hardy als Al Capone demnächst im Kino zu sehen. Ich bin auch auf ein Scarface-Remake gespannt oder The All Saints of Newark, quasi das Prequel von Sopranos. Dieses Genre des Mafia-Films ist für mich in Es war einmal Amerika geboren. Robert De Niro und Co. in dieser Welt zu leben, die irgendwo zwischen Drogen, zwischen organisiertem Verbrechen, während Prohibition, also all diese Themen so zusammenspielt und vor allem so an die 3 Stunden geht und auch was da maskentechnisch mit Alterung drin war und Ennio Morricone als Musik, das war für mich ein richtiges Epos. Ich glaube, für mich war es das erste große Epos, das ich gesehen habe. Muss ich so ein bisschen gekreuzt haben mit der ersten Erfahrung, Herr der Ringe, die Gefährten im Kino zu sehen, aber das war nochmal eine ganz, ganz anders gelagerte Sache und das hat in mir so tief gearbeitet über viele Jahre. Es war einmal in Amerika. Das war eine ganz, 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 ganz große Liebe bis heute. Dann habe ich als 6. und 7. Film 2 Filme zusammengenommen. Einen davon habe ich tatsächlich erst gestern wieder gesehen, weil meine Frau ihn noch nicht gesehen hatte und die ich als ganz wichtig empfinde, sind Schindlers Liste und Der Pianist. Also Roman Polanski und Spielberg, das habe ich die Regisseure verdreht genannt, weil diese beiden Filme für mich den Abgrund der Menschheit extrem gut darstellen. Es gibt, glaube ich, kaum 2 andere Filme. Es gibt viele Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen, Der Junge im gestreiften Pyjama und viele, viele andere.
Aber ich glaube, die größte Scham und Wut und auch dieses Wissen, um nicht zu vergessen, lösen in mir Schindlers Liste und Der Pianist aus. Zwei Filme, die so intensiv sind und auch so zwei verschiedene Blickwinkel aufwerfen, die mit einer wundervollen Musik gepaart, in einer so beängstigenden Atmosphäre, in einer Zeit, die gar nicht so lange zurück ist, wenn man darüber nachdenkt. Die Schindlers Liste auch noch die Gründung der Shoah Foundation nach sich gezogen hat, Zweiten Weltkrieg, Holocaust. Es geht eben um das, was an Verbrechen Menschen fähig sind zu machen. Das ist immer wieder erschreckend. Ich empfinde es persönlich als zwei Filme, die man regelmäßig sehen sollte. Und sie ergreifen mich jedes Mal zutiefst. Als Schindlers Liste letztes Jahr, glaube ich, für einen Tag noch mal im Kino lief, aufgrund eines Jubiläums, meine Frau und ich ins Kino haben den geguckt und die Atmosphäre war wirklich gespenstisch, einzigartig. Und ich fand das eine ganz bereichernde Erfahrung, den Film auch noch mal im Kino sehen zu können. Ist sicherlich mein Platz 6 und Platz 7 zusammengenommen, weil sie einfach sehr, sehr wichtig sind. Und ich glaube, gerade in jetzt so Zeiten, was man für Diskussionen und in Zeiten der Pandemie und für Vergleiche mit jener Zeit anstellt, da kommt mir das jedes Mal innerlich fast hoch. Aber wenn du siehst, was in diesem Film gezeigt wird und du dir vorstellen musst, dass die Realität sicherlich um ein viel, vielfaches schlimmer war, aber man die Filme dazu nicht machen könnte, weil sie auf dem Index stehen würden, dann wird mir jedes Mal schlecht, wenn ich in einer solchen Wohlstandsgesellschaft Leute sehe, die diese Zeiten versuchen gleichzusetzen. Das finde ich absolut unter aller Sau. Mein Platz 6 und mein Platz 7, Schindlers Liste und Der Pianist in 8 Filme, die ich nie vergessen werde, weil sie mein Leben prägten, weil diese Vorstellung dahinter, wo man steht und was wichtig ist und wann man sagen muss, nein, das ist so nicht in Ordnung, haben diese beiden Filme für mich am stärksten geprägt. Jetzt haben wir also 7 Filme mit einem Schweinchen namens Babe, Der Weiße Hai, Jurassic Park, Der König der Löwen, das war mal Amerika, Schindlers Liste und Der Pianist. Und diese, meine persönliche Liste mit so Momenten, wird abgerundet durch Maze Runner. Jetzt kann man sich fragen, Maze Runner 2014? Was bitte kann dieser Film mit den anderen Filmen zu tun haben? Maze Runner, ganz ehrlich, habe ich nur einmal gesehen. Muss ich auch wirklich nie wiedersehen. Ich habe die ganze Reihe gesehen und klar, die Auserwählten im Labyrinth. Und ich war damals auf einer Veranstaltung, ich hatte das bestimmt schon mal, ich glaube, in einem Q&A erzählt, da war so ein Labyrinth aufgebaut, wie das oft dann so ist, wenn so Influencer oder was auch immer, so gibt es manchmal so Premiere und dann war so ein Labyrinth aufgebaut, da lief man durch und dann war ich in dem Kino im Zoopalast damals. Ein Ort, den ich allein deswegen bis heute niemals vergessen werde. Wir haben da tolle Events und Social Movie Nights gemacht. Und damals war eine recht wilde Zeit in meinem Leben, aber auch ein Leben einer Person, die damals im Kassenhaus saß und mir winkte. Und über längeren Weg wir uns kennengelernt haben. Irgendwann sind wir zusammengekommen. Heute sind wir verheiratet. Deswegen wird Maze Runner, glaube ich, immer einen Platz in unserem Herzen haben, weil der Film interessiert uns nicht wirklich. Aber wir werden immer daran denken, wenn jemand Maze Runner sagt oder wir Maze Runner das hören oder den Film, wenn wir denken, das ist der Film, da haben wir uns kennengelernt. Und wenn das alles viele, viele Jahre halten sollte, wie wir hoffen, sieht zumindest gut aus, dann ist das einer der Filme, die mein Leben prägten. Und der 8. in dieser Reihe meines Videos, 8 Filme, die ich nie vergessen werde, weil sie mein Leben prägten. Ich fand das mal spannend, so ein bisschen zu erzählen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es spannend findet oder nicht. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, ihr könnt mir gerne eure Geschichten da lassen, weil ich finde es, glaube ich, richtig schön, eure Geschichten so ein bisschen vorlesen zu können und anderen vorzutragen an der Stelle. Gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo wir auch bei Inhalten mehr Zeit, mehr Raum haben, könnte man das mal machen. Und ich glaube, man kann diese Videoidee auch noch auf andere Bereiche eben prägen. Filme, die einen besonders beängstigt haben oder fasziniert haben oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie ihr so ein Video findet oder nicht. Aber ich dachte, wenn man es nicht probiert, werden wir es nicht rausfinden. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.